Vortagsthema ist heute, wie erzeugt man nicht ganzzahlige Werte in der range-based-for-loop, und zwar auf eine Weise, die man im Englischen als lazy bezeichnet, aus den funktionalen Sprachen heraus. Also man generiert die Werte erst bei Bedarf, erst wenn man sie wirklich braucht. Nie im Voraus. So, was habe ich vor? Ich will euch einführen in das Thema nochmal ein paar Grundlagen. Es gibt also heute keine große Bibliothek, die vorzustellen ist, sondern das ist eher so ein Grundlagenthema. Fließkommazahlen, Gleitkommazahlen, genauer gesagt, ist ein Thema, mit dem viele Leute Schwierigkeiten haben, als Anfänger. Dann will ich euch zeigen, welche Möglichkeiten man hat oder was eigentlich hinter dieser Range-Based For-Loop als Mechanismus dahinter steckt, wie man sich in solche Ranges selber bauen kann, also das, was Eric Niebler im Prinzip auch macht oder gemacht hat oder immer noch macht, für den Vorschlag von C++17. Es soll dabei auch ein bisschen gehen um Dinge, die in modernen C++ eben neu sind und zu einfacheren Reihen und Greifen führen. Und zum Schluss noch ein paar Dinge, die mir dabei dann eben aufgefallen sind. So, was waren eigentlich die Auslöser dafür, dass ich mich mal damit befasst habe? Das ist eben die Ranges-Bibliothek, die auf Boost-Ranges aufbaut und jetzt weiterentwickelt wird. Dann gibt es eine Bibliothek, die Konstrukte aus der Sprache Python versucht in C++ zu überführen, und dann gab es im Februar eine erste Version dieses Artikels von Herrn Semenov. Und ich habe in dem Artikel da erstmal reingelesen und irgendwo kam man dann auf Fließkommazahlen zu sprechen, auf genau das Thema, auf das ich jetzt hier abheben will. Und dann habe ich mich gewundert und habe ich noch dreimal drüber gelesen und gesagt, habe ich jetzt was verpasst oder nicht verstanden? Nein, er ging in dem Artikel einfach auf dieses Problem, was er da postuliert hat, nicht mehr ein, auf die nicht ganzzahligen Werte. Und deswegen habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. So, also es geht um Fließkommazahlen, es geht um Implementierungstechniken und was sind moderne C++-Merkmale? Und das schon vorangeschrittener Nachmittag ist und man da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Munterbleiben, würde ich mit euch mal versuchen, so eine Art Bullshit-Bingo zu spielen. Jedes Mal, wenn ihr ein Merkmal im Quellcode entdeckt, was C++14 ist und nicht C++11, dann könnt ihr euch mal bemerkbar machen und meinetwegen 14 oder irgendwie sowas rufen. Okay? Darf man das? 14? 14? 14? So. Eine ganz einfache Aufgabe. Ich habe einen Bereich von, sagen wir mal, Fließkommazahlen, kann auch irgendwas anderes sein, Punkte im dreidimensionalen Raum oder ähnliches. Und ich will auf dieser Strecke entsprechend Punkte besuchen und die Strecke in gleich lange Abschnitte unterteilen. N gleich lange Abschnitte. Sodass ich die einzelnen Punkte, die ich da besuchen will, mit x0 bis xn bezeichne. Also n plus 1 Werte kriege ich dann. Vorschläge. Einfacher Zuruf. Ich würde eine solche Schleife ausziehen. Fangen wir an mit dem kognitiven B-A-N-1, mit der Seite und dann
plus i mal diese Kürze. Durch n minus 1 wäre ich jetzt dagegen? N plus 1. N plus 1 habe ich. Durch n plus 1 wäre ich auch dagegen? Nee, durch das Mauer. Nee, du hast n abstellen, ja. Was? Wir sind ja 0 bis n, okay. Ja, Zahlenfelder-Problem, ne? Naja, nee, n plus. Gut, durch n. Ah, deswegen hast du n plus 1 gewählt. Ja, ja. Aus dem Grund. Ha! Da kann man sich. Das ist Konvention, ne? Aber ja, nee, ich habe mich schon gewundert. Ja. So, das wäre dann der Abstand und wie geht man dann von A in Richtung B? A plus I mal. Mhm. Aber was Dümmeres in Anfang gestellt. Das ist das, womit der Herr Semenov in seinem Artikel angefangen hat. Ich habe ihm geschrieben, das geht schief. Warum? X kleiner gleich B. So. Exakte Gleichheit von Fließkommazahlen ist fast nie zu treffen, weil die gerundet werden. Ne? Deswegen hätte ich ja nur I gezählt und. Auch das geht schief, weil wir haben ja bloß die Berechnung des Intervalls nach vorne und ich denke, der Optimierer vom Compiler kriegt das hin. Leute, die vielleicht ein bisschen davon gehört haben, die würden vielleicht noch sagen, na, ich gehe noch für den Stoppwert ein halbes Intervall weiter. Dann vermeiden wir das mit dem kleinen Gleich. Dann müssen wir vielleicht auch mit kleinen Gleichstopp sagen, einen kleinen Stopp. Und trotzdem irgendwann mal schief. Warum? Das Problem ist, das hier hinten. Wenn ich einen kleinen Wert dx habe, a und b große Zahlen sind, die relativ dicht nebeneinander stehen, und ich was Kleines dazu zähle, kann es passieren, es kommt wieder dasselbe Wert raus. Und wir bleiben bei a stehen. Tensor steif. So, also im Wesentlichen muss so versucht, man kriegt nicht genau n plus 1 Wert, die man eigentlich haben will, sondern irgendwas. Ich habe das mit dem Obischen mal versucht, durchzuprobieren. Solange man mit kleinen Zahlen arbeitet, also von 0 bis 1 gehen in 4 Schritten, okay, passt. In 8 Schritten passt auch. Nehmen wir 16 Schritte, passt immer noch. Warum? Naja, weil das exakt und ohne Rundungsfehler noch zu rechnen ist. Aber andere Werte, also wenn wir beispielsweise Siebtel nehmen, klappt es nicht. Das Schlimme ist, wenn man dann zu größeren Zahlen für die Intervalle geht, dann wird der Prozentsatz der Zahlen, bei denen das schief geht, immer größer. Ich glaube, ich habe das getrieben bis 100.000 oder so, und da waren 90% Schleifen falsch gezählt. Also als Fehlerleist zu nehmen. Macht man zwar wahrscheinlich mehr. So, das war jetzt der Vorschlag. Ja. Oder nie ganz. Das war der nächste. Ja, den wird schnell. Und der oben würde auch gehen. Also man nimmt ein Gewicht, das ist das Mittel der Werte von A und B. Und man kriegt auf jeden Fall dann n plus 1 Werte. Es kann natürlich sein, dass das schief geht hier, also wenn wir hier eine Zahl haben, die dann den Wertebereich von Fließkommazahlen überschreitet, über Infinity oder ähnliches. Auch bei dem kriegen wir nicht unbedingt. Du kannst ja im letzten Durchlauf dann die richtigen Werte, naja, das wird aber zwischendurch auch nicht viel besser werden. Wir haben auf jeden Fall das Rundungsproblem auch weiterhin. Warte mal, bist du weiter weg als ein, als quasi das letzte Bit, also kleiner als das letzte Bit?
Eigentlich nicht, ne? Du müsstest doch bei der nächsten Linie die Zahl reinkommen. Eigentlich muss man bei der nächsten Linie die Zahl von der. Genau. Also bei der genauesten Gleichkomma-Repräsentation von dem gewünschten Wert müsstest du da eigentlich ankommen. Das habe ich nicht genau analysiert, aber ich denke schon. Ja. Genau. So, oder ein bisschen anders, eine Modifikation des Ganzen. Wenn wir noch zwei boolesche Werte einführen für Intervall ist links offen, ja, dann geht es mit 1 los oder ist rechts offen, ohne den letzten Wert. Dann kriegen wir eben von die Stellen 1 bis n minus 1. So, was hat das Ding für einen Vorteil? Es generiert genau so viele Werte, wie ich vorgegeben habe. Es funktioniert sogar, wenn A und B nie in der richtigen Reihenfolge sortiert sind, also sogar wenn die Werte gleich sind. Und wir brauchen keinen Vergleichsoperator für komplexe Zahlen. Gibt es zwar einen, der aber mathematisch Unsinn produziert. Oder für andere Datentypen habe ich vielleicht gar keinen Vergleichsoperator. Denke mal an 3D-Vektor oder sowas. Wenn wir die boolischen Werte hier noch nehmen, dann können wir auch links mit rechts offene oder halb offene Intervalle schreiben. So, modernes C++, also alles ab C++-Version 2011 aufwärts, erlaubt es, dann solche hübschen Sachen zu machen wie diese Range-Based For-Loop, wo man sagt, für jedes Element aus einem bestimmten Bereich, Container oder noch irgendwas anderes, mache irgendwas. So, und jetzt habe ich mich in den Kreis gedreht. Ne? Jetzt habe ich ja die 5 Werte, die ich haben wollte, aber die will ich ja möglicherweise nicht vorneweg generieren, sondern der Bereich wird mir durch irgendeine Berechnung geliefert, die Anzahl der Schritte, die ich machen muss, wird mir irgendwie geliefert, sodass ich also nie in der Lage bin, fest diese Zahlen hier reinzuschreiben. Nein, Quatsch. Aber genauso wäre auch Quatsch, erstmal einen Vektor von Zahlen vollzuschreiben mit den Werten. Dann habe ich nämlich genau wieder dasselbe Problem, was ich eigentlich lösen wollte. Die Werte nacheinander erzeugen. Und eigentlich noch viel Größeres. Ich habe dann muss eine Speicheranforderung machen für diese vielen Zahlen, die ich ja vielleicht eigentlich eventuell noch nicht brauche. So, das sagen manche Leute, dann nimm doch Boost. Lässt sich das Problem lösen. Sieht dann in etwa, oder kann dann so aussehen. Nehmen den Ganzzahlbereich von 0 bis n plus 1 und dann wird der transformiert mit Hilfe einer Rechenvorschrift, die ich ja als Lambda-Ausdruck angegeben habe. Er nimmt für jeden Wert i, dann a plus i mal dx. Das ist das, was wir bei uns in der Schleife auch haben. 14, oder? Also die Zuweisung geht. Ja, hurra, er spielt mit. 14. 1 plus plus 14 Merkmal habe ich hier eingebaut. Das hier. Wie nennt sich das? Lambda Capture Expression. Ich führe eine Variable namens dx ein, weise der einen Wert zu und diese Variable dx gibt es dann innerhalb dieses Lambda-Ausdrucks. Und da kann da drin verwendet werden. Und das Hübsche ist, ich brauche gar keinen Datentyp angeben, das ist der Vorschlag, den man für die Vorschleife auch schon mal gemacht hat, aber dann wieder nie realisiert hat, dass man sagt, kann, also in so einer Range-Based-Folge müsste man das Auto eigentlich auch nicht mehr hinschreiben. Das könnte man eventuell auch weglassen. Hier geht es ja hoch. Das spart dir jetzt quasi, dass du mehr Variablen capturen musst, oder? Ja, ansonsten müsste ich das dx irgendwie vorneweg deklarieren. Aber wenn du dx in dein Lambda einziehst. Also existiert das dx nur in dem Lambda? Existiert das dx nur hier lokal innerhalb des Lambda-Ausdrucks? Ja, wenn es in den Ausdruck
Ach so, weil du. Ja, dann müsstest du natürlich ganz gerne. Sinnvoll ist es an anderen Stellen, vor allem dann, wenn man irgendwelche Werte per Move in den Lambda-Ausdruck hineinbringen will. Also irgendwelche Unique Pointer oder sowas. So, ist es einfacher? Nee, ne? Aber ist das lazy? Ja. Und numerisch ist es immer noch das gleiche wie die eigentlich? Numerisch ist immer noch dasselbe wie die Schleife. Das heißt, wenn dx kleiner als das Heps ist, dann bleibt die Kleine stehen. Ja, das Problem haben wir immer. Aber wir haben genau n plus 1. Na gut, aber der Wert der rauskommt, wäre ja gleich. Du weißt ja, das ist immer, also du weißt bei I mal B-A, dann wird irgendwann ungefähr B. Genauer geht es sowieso nicht. Das ist jetzt eine begrenzte Grenze von deinem Floating-Point. Okay. Andere Vorschlag. Die CBP Iter-Tools, also die Python-Bibliothek, die hat so einen Range-Ausdruck. Und dort gibt man einen Startwert, dann gibt man einen Wert an, der rechts von A liegt oder rechts von dem Ende liegt, deswegen B plus dx halbe, und man gibt einen Schritt weiter an. Geht das dann auch für alle Möglichkeiten, also auf dem Anfang, auf dem Ende? Nee, das. Also was man hier hat, ist sozusagen ein halboffen. Also links gehört dazu, rechts ist draußen. Ja, kann ich nicht mehr sagen. Und ja, dx. Hier haben wir aber genau die Art von Schleife, wo wir x plus dx bilden und nicht a plus i mal dx. Das heißt, dass hier unten hat das Problem der allerersten fehlschlagenden Schleife, dass man eventuell dort auch in eine endlose Schleife geraten will. Dx zu a addiert, wieder a ergibt, kommen wir raus. So, haben keine Möglichkeit, solche Dings offen oder ganz offen wiederfinden zu. So, mein Vorschlag wäre jetzt dieser hier. Wir nennen die Funktion einfach ein bisschen anders und machen dann ein bisschen was anderes da drin. Und hier rechts habe ich angegeben, dass ich mir eben anhand dieses optionalen Parameters auswählen kann, bounds closed oder die anderen. So, Linspace, wer sich vielleicht mit anderen Bibliotheken auch noch befasst, nicht mit C++, dem kommt das vielleicht aus MATLAB oder aus der Linpy-Bibliothek von Python bekannt vor. Aber Vorsicht! Die machen was anderes, die generieren immer n-Werte. Selbst dann, wenn die den rechten Wert mit dazu nehmen. Ansonsten machen die auch links geschlossen und rechts offen. Intervall. Und bei der MATLAB-Bibliothek ist es auch eben n-Werte. Also vielleicht ist auch Linspace der falsche Name dafür. Weil das dann vielleicht auf die falsche Pferde führt, aber in meiner Dokumentation ist es mal gewesen. So, was ist das For-Range Loop eigentlich? Oder die Range-Based For Loop eigentlich? Wenn man in den Standard reinguckt oder cpp-referenz.org nachschlägt, dann sieht man dort, das ist eine der Möglichkeiten, dass also dieses Konstrukt erstmal ein Range übernimmt aus diesem Ausdruck hier rechts. Und dieses Range muss ein Beginn- und End-Methode haben. Oder es muss eine Funktion beginnen, geben, die auf Range anwendbar ist. Oder End of Range muss da sein. So, und mit diesen Ausdrücken B, mit denen muss man dann vergleichen können, das ungleich bilden können. Man muss weiter setzen können, diesen Iterator, und man muss einen Wert holen können, mit dem man dann diesen
lokalen Wert hier definiert. Und dann kann man alles machen, was in der Anweisung oder in der Verbundanweisung steht. So, also was wir eigentlich brauchen, sind erstmal so etwas wie ein Bereich und wir brauchen Iterator. Das muss nicht unbedingt ein Sequenzcontainer oder ein sequenzieller Container sein, oder wie nennen die sich? Die sortierten Container. Zur Sequenz müsste so wahrscheinlich gar nicht stehen. Also es muss kein Vektor, keine List, keine keine Map oder Initialize List oder so etwas sein. Das ist die einzige Forderung, die wir haben, an das, was da rechts gebildet wird, ist, es braucht eine Methode, Beginn und Methode End, die wir jeweils einen Iterator liefern. Und von denen brauchen wir das Dereferenzieren, das Weitersetzen und eigentlich bloß das nicht gleich. Und dazu müssen wir das Gleiche definiert haben. So, das könnte also so aussehen, wenn ich jetzt also irgendeine Domäne von realen Zahlen habe, Float, Double oder Standard-Complex von irgendeinem Typ oder 3D-Vektor oder so etwas und dann dem irgendwie den Anfangswert und die Schrittweite mitliefere und dem die erste und die letzte Zahl mitliefere, ob es nun mit 0 oder 1 losgeht oder mit n oder mit n plus 1 aufhören soll, dann kann man daraus jetzt Iteratoren bauen und ja, ich gebe die Werte also irgendwo her, ich gebe a, ich gebe b, also die Begrenzung des Intervalls, ich gebe die Schrittweite vor oder die Anzahl der Zwischenstücke vor, Anfangs- und Endwert und rechne mir das dx aus und die kann ich dir dann an den Konstruktor von den Iteratoren. Vielleicht mal eine kleine Map hingucken. Und das ist ein schnell machen. Warum ist N ein Template-Parameter? Ich will das mit Integer machen, ich will das mit Unsigned Integer machen, ich will das mit Size-T machen können. Ja. Und dann hast du immer noch eine Redundanz zwischen den drei N-Fuß-Class, oder? Also die drei Parameter. Ich bräuchte die beiden hier hinten nicht, wenn ich immer sagen würde, ich will geschlossene Intervalle machen. Aber wenn ich halboffene Intervalle mache, dann würde ich die mitgeben. Ja, an der Stelle. Ich könnte natürlich auch den Boundary-Teil dort mit reinbauen. An der Stelle. Okay. So gemacht. Ach so, und da fängst du dann einfach bei 1 bis n minus 1 zum Beispiel. Okay. Ja. So. Okay. So, ein Iterator ist auch relativ schnell realisiert. Das Einzige, was ich auch noch eingebaut habe, ist, dass der Erb von diesem Standard-Iterator-Text, damit man dann auch mit Standard-Algorithmen nutzen kann, hier entsprechend der Iterator-Typen dann auch spezialisieren können. So, also Iterator für den Datentyp T. In dem Fall Domäne, Double oder Float oder was auch immer. Ich gebe den paar Konstruktoren mit. Die brauchen jetzt also bloß den Anfangswert, die Schrittweite und die Nummer, bei der sie gerade stehen. Das Vergleichen zweier Iteratoren muss dann die beiden Zähler
vergleichen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nicht Iteratoren von verschiedenen Bereichen miteinander mixe, also dass ich hier so ein Integral habe und da so ein Integral habe, wenn ich gerne Iteratoren dann miteinander vergleiche, das wird natürlich der Quatsch. Müsste man vielleicht noch einbauen. Ungleich muss über nicht gleich realisiert. Plus plus, also jetzt weiterzählen, ist auch ganz einfach. Es gibt ja nur eine sehr interessante Zeile, oder für uns interessante Zeile hier, das ist die, wo man wieder unsere Raster wiedererkennt. Also A plus I mal X. Für Double und Float würde das schon reichen, wenn ich A plus I mal X schreibe. Ich habe jetzt nur noch eine Funktion zur Typumwandlung hier mit eingebaut, die ich erst brauchte, als ich das mit Standard Complex von T zum Laufen bringen wollte. Die weigern sich nämlich, Integer mal komplexe Zahlen zu multiplizieren. Dann brauche ich also erstmal den Typ, die Betragsfunktion, also der Absolutwert von komplexer Zahl liefert. Das heißt also, wenn ich komplex von Double-Werten habe, dann ist der grundlegende Typ ein Double und dann wird das Integer erstmal in ein Double umgewandelt und mit dem Double kann ich dann den komplexen Typ multiplizieren. So, spielt noch jemand mit? Ja. Oh. Das Deckelteil, wenn ich schon nach der Deklaration komme, oder? Nee, Deckelteil ist C++11. Aber nicht für Using? Using ist C++11. Fehlalarm. Oder? Auto von der Skalarfunktion, dass sie Auto zurückgibt, was du auf dem Returning sagst. Naja, das gibt es auch schon bei C++11 auch. Aber du musst dann den Deckel da hinten da angeben. Da muss ja eigentlich noch was hinterher. Darüber rede ich dann nochmal. Genau. Also, das C++14-Merkmal ist, dass ich bei der Funktion mit Autorückgabetyp nicht mehr da hier als Trailing Return Type hinschreiben muss, welchen Typ das hat, sondern er kann der Compiler aus dem Ausdruck, der zurückgegeben wird, den Datentyp ermitteln. Das ist C++14 hier. Und jetzt sind jetzt bei den Multiplikationsoperationen auch Auto schreiben können? Hier oben, da hätte ich gemacht. Und ich habe noch nicht. Ich knurre noch ein bisschen an dem Absprung. Das ist auch was gemeint, oder? Ich überlege, ob das, also, das hier, warum das eine gute Wahl ist. Aber wenn ich jetzt einen Typen habe, wo ich keinen Abs habe, aber einen individualen Typ, würde es jetzt nie funktionieren. Dann wird es nie funktionieren, ja. Ja. Also ich habe hier im Hintergrund, oder im Hintergedanken immer so was wie 3D-Vektoren, dann hast du einen Abstand zwischen zwei Punkten, wenn das grundlich oder für den Betrag eines Vektors eine solche Funktion ABS schreiben. Es wäre zumindest zu empfehlen, die dann ABS zu nennen mit einer Norm. Aber für Matrizen macht es wieder keinen Sinn mehr. Naja, es gibt auch Matrizennormen und da muss man sich möglicherweise als Hilfsfunktion noch eine Funktion abschreiben, die eigentlich bloß Norm übersetzt, also irgendeine euklidische Norm, Manhattan-Norm oder die anderen Schritte. So, wir haben auch noch ein C++, Using ist C++11, modernes C++, Deckeltag ist modernes C++. Warum habe ich nie Standard-Apps hier angeschrieben? Weil mit Using SCD Apps schon die Namespace. Ja, ich hätte die Zeile mir nur Standard-Apps hier weglassen können und verwende ja, Standard. Du kriegst entweder, wenn du ein Apps nicht im Standard-Namespace hast, kriegst du das für den Typen. Mhm. Und wenn es eins von den Typen des Split Namespace gibt, kriegst du das als Split Namespace. Also was ich hier ausnutze, ist Argument Dependent Lookup. Es gibt schon in C++ 98 und in denen wurde
ich glaube, Standard C-Rad auch gar nicht funktionieren mit irgendwelchen anderen Datentypen. Und dann Ausgabe aufgeladen, schon dort hat man das gebraucht. Derjenige, der darauf hingewiesen hat, dass man sowas braucht, ist der Ralf König. Nee, nicht Ralf König. Andrew König. Ralf König ist der andere. Das ist der mit den komischen Zeichentrickfiguren. Dass also immer erst nachgeguckt wird, ob er in dem Bereich eine Funktion ABS findet, die es in einem Namespace dazu gibt. Ansonsten nutzt er Standard ABS. So, ja, eigentlich war das schon alles. Wir brauchen bloß noch diesen Range und die Iteratoren dazu jetzt ein bisschen so zu verpacken, dass sie auch einfach nutzbar sind, indem ich jetzt eine Funktion baue, der ich A und B übergebe, die Anzahl der Zwischenstücke übergebe, den Randtyp übergebe und jetzt muss ich rauskriegen, was habe ich denn hier für einen Datentyp eigentlich vorliegen, also A plus Intervall oder Abstand zwischen B und A. Ich gehe also hier davon aus, dass es diese Rechenoperation für den Datentyp gibt, plus und minus. Und bilde mir daraus dann den Typ des Grundbereichs, also eigentlich Domäne, in dem Fall reelle Zahlen, was auch immer, und komplexe Zahlen. So, ich muss nur sicherstellen, dass ich hier keine Ganzzahlen habe, denn wenn ich beispielsweise das Intervall von 0 bis 1 ganzzahlig in 4 Teile unterteilen will, dann gehen wir da immer als Abstand 0 raus. Das wird irgendwie funktionieren. Und ich muss sicherstellen, dass ich nicht 3,5 Zwischenstücke oder 3,7 Zwischenstücke schreiben kann, sondern dort immer Ganzzahlen haben muss. Über Static Asset ist das 11 abgesichert. So, dann ist noch das Berechnen des ersten und des letzten. Ja, das ist ein bisschen langweilig, das habe ich jetzt hier weggelassen. Die paar Zeilen. Das kann man auch auf jeden Fall wieder 14. Hm? 14 für die Auto. Oh, hier kann man wieder 14 sagen, denn es fehlt der Training mit Turnteil bei Karte. Denn was müsste ich sonst dahinter schreiben? Ich müsste dahinter schreiben, dass sowas rauskommt. Aber wäre es nicht zweckmäßiger, statt das Integral für die Domain zu benutzen, dort die Berechnung einfach durchzuführen und auf 0 zu überprüfen? Also wenn man a minus b durch n teilt, das darf nicht 0 werden. Ich muss sogar, ich überlege schon, ob man argumentieren sollte, dass der Test eigentlich, ich will mal sagen, fragwürdig ist. Weil wenn du jetzt deine Domäne in Float ist, kriegst du andere Werte, als wenn deine Domäne in Double ist. Du kriegst immer nur die nächste Wohnung, die in dem in deiner Domäne darstellbar ist. Und genau dasselbe würde bei einem Integer passieren. Du kriegst den nächstliegenden Wert, der passt. Genau, ja. Aber den hast du bei Float. Das ist ganz falsch. Genau, wenn du von 0 bis 1, da gibt es halt nur 0 und 1. Und wenn du von 0 bis 10 und 20, dann machst du halt 1,1 plus 2 und so weiter. Also würde dir beim Float im Prinzip genauso passieren, nur halt an einer anderen Stelle. Insofern würde ich den Test jetzt persönlich vielleicht eher weglassen. So, so, jetzt wollte ich nochmal hier zu dem Merkmal kommen, dass man also weglassen kann, was rauskommt. Der Compiler kriegt selber raus, was das hier für ein Unbegriff ist, was er da zu erzeugen hat. In einem Unternamensrahmen angeordnet. Deswegen Detail hier vorne dran. Übliche Technik, dass man sagt, das interessiert keinen, was da drin steht. Das kann auch versionsabhängig gemacht werden. Man sagt, Version 1, Version 2, Version 3 oder sowas. Weiß ich nochmal was ändert. So. Die Alternativen dazu wären in C++11, dass man den Datentyp der Domäne
hier über ein Template-Parameter ermittelt. Dann kann man natürlich als Rückgabetyp auch konkret diesen Datentyp nehmen, der dann diesen Domain-Datentyp, also den Kundenbereichs-Datentyp braucht. Dann wäre es genau. Fast in C++ 98 schon nutzbar, wenn nur dieses Datentyp wäre. Was anderes erfinden, als das Datentyp nicht gäbe. Boost hat auch vermutlich ein paar solche Umwege, um solche Sachen auch zu realisieren. Bin ich mir ganz sicher. So, das andere, was möglich wäre, ist die Training Return Type Syntax, die aber auch nie besonders hübsch ist, wo man Auto da vorschreibt und dann nochmal als Rückgabetyp gezwungen ist, hinzuschreiben, was der Rückgabetyp ist. Und hier brauche ich auch wieder diesen Typ von A plus Differenz aus Bewertung dieses Bereiches. Ich weiß nicht, warum man es so richtig eingeführt hat. Wahrscheinlich hat man der Technik, die man bei Lambdas schon C++ 11 eingeführt hat, für einfache Ausdrücke kann der Compiler das selber erfinden. Und für komplizierte Ausdrücke ging es erstmal nie. Also da durfte die Funktion nur aus einem Return-Ausdruck bestehen, der Funktionsruf in dem Lambda. Weil ich für komplizierte Ausdrücke dann diese Training Return Type auf normale Funktionen übertragen. Aber wir brauchen ihn nicht mehr. Wir können also den komplett weglassen. So. Ja, hier kam vor uns der Einwand. Bei Domain hätte ich können auch Auto hinschreiben. Ja. Wäre gegangen. Und dann hätte ich natürlich auch im nächsten Moment schreiben können, okay, von dem Präfix-Inkrement und dem Postfix-Inkrement, die Rückgabetypen braucht ihr ohne so hinschreiben, kann ich auch Auto benutzen. Das muss dann schon eine Autoadresse sein, um das abzubilden. Verstehe ich jetzt nicht. Genau, beim zweiten Plus-Plus, also beim ersten Plus-Plus, muss ja Adresse nach dem Auto stehen, oder? Damit dann auch wirklich die Adresse vom Sys rauskommt und nicht eine Kopie. Genau, das ist falsch. Habe ich gemerkt, dass ich beim zweiten Plus-Plus vorne reingeschrieben habe und der den Iterator nicht zwei Schritte weitergehen ließ. So, also die Auflösung jetzt ist, die obere Plus-Plus-Zeile ist falsch, die untere Plus-Plus-Zeile ist okay. Das Auto liefert mir eine Kopie des Iterators. Was ich doch aber brauche, ist der Iterator selbst oder eine Referenz auf den Iterator. Und der Hintergrund ist das Auto als Datentyp für Variablen, Rückgabetypen, die Referenzen weglässt und auch Constant und Volatile Modifizierung weglässt. So. Das heißt, wenn ich hier sowas benutzen wollte, müsste ich entweder Autoref schreiben oder Neues. Kann mir wieder jemand erzählen. Wenn man wirklich die anderen Qualifizierungen, den Datentyp haben will, kann man den Detail auch schreiben. Es ist auch schwierig zu erkennen, was dann wirklich rauskommt. Ja, das liegt ja im Schriftsatz, dass dieses das komisch aussieht. Ja, aber im Kommentar das nochmal dahinter zu schreiben, ist jetzt glaube ich auch nicht. Nee. Das ist nicht damit gleich jetzt gedacht. Also lieber Auto rein. So. Was habe ich hier noch drin? Ich habe hier noch drin, wenn ich also jetzt den Bereich von 0 bis 1 in 4 Teile teile, dann kriege ich alle Werte von 0, 1 Viertel, 1 Halb, 3 Viertel, 1 und
der Wert x ist jetzt ein Double. Warum? Weil a Integer, b minus a Double und dann die Summe wieder Double. So. Spielt er noch mit? Wie heißt das Ding? Ich muss nachgucken. User-defined literals im Englischen. Also diese Anhängsel vom Benutzer definiert, in dem Fall ist der Benutzer die Standardbibliothek. Wenn ich ein i an einen Double hinten dranhänge, wird das eine imaginäre Einheit. Oder eine imaginäre Zahl. Wenn sich eine komplexe Zahl nicht so auskennt. Und dann kann man eine Doppelzahl dazu addieren. Was nicht geht, ist Integer plus imaginäre Zahl. So, eventuell habt ihr das schon mal gehört oder gesehen bei der Chronobibliothek, dass man da das in Sekunden, Minuten, Stunden geben kann. 4 plus 2i. Warum geht das nicht? Hängt zusammen mit dem zweiten komischen Effekt. Wenn ich hier if dahinter schreibe, ist das ein imaginärer Float-Wert. Da haben sie wohl im Standard auch eigentlich dagegen gesträubt, weil ja i und f in der Reihenfolge ein Schlüsselwort ist und da könnten eigentlich die Compiler oder Werkzeuge Schwierigkeiten mitbekommen. Aber sie haben es durchgekriegt. So, die letzte Zeile hier enthält tatsächlich eben noch dieses Puzzle. Was passiert hier, wenn ich einen imaginären Float oder dann ein komplexes Float-Wert addiere mit einer Doppelzahl? Dazu muss man wissen, dass Templates von verschiedenen oder Instanzierungen von Templates für verschiedene Datentypen miteinander nichts gekoppelt sind, nichts zu tun haben. Also der Compiler betrachtet die als völlig unabhängig voneinander. Die nächste Möglichkeit, die der Compiler dann hat, Double und Complex Float zu addieren, ist zu sagen, na, dann probiere ich es mal mit den Standardkonversionen. Und da fällt ihm ein, ein Double kann ich auch nur zur Not in den Float umwandeln, also Narrowing im Englischen. Und Float und Complex Float lässt sich addieren. Dafür ist Operator Plus für komplexe Zahlen nur definiert. Also ich kann nie irgendwas zu einem Complex Float addieren, sondern das muss dann Float oder wieder ein Complex Float sein. Float geht dann wieder, weil es dann wieder einen Konstruktor gibt. So. Ja, dann eine reelle Zahl in eine komplexe Zahl. Naja, das sind so ein paar Merkwürdigkeiten, da muss man dann wissen, was im Typensystem so abläuft. Das wäre für den Fall, wenn der Standard float wäre, der zweite in komplex Double. Dann wird aus dem Float erstmal ein Double gemacht, also Widening nennt man das dann, ne? Breiteren Datentyp umgewandelt und Double und Complex Double gibt wieder Complex Double. Los. Die unterste Zeile ist etwas verwirrend, dass es dann in den ungenauen Datentyp geht. So, eigentlich war es das schon zu den nicht ganzzahligen Werten, jetzt kann man das selber auch noch für die ganzzahligen Werte machen. Das ist im Prinzip das, was Herr Semenov in seinem Artikel da ausgeführt hat, mit anderen Namen für die Funktionen, die die entsprechenden Zahlen liefern. Also wenn ich jetzt noch True hier hinten dran schreibe, wird auch der Endwert mitgeliefert, ansonsten sind die Ranges rechts offen. Wie üblich, wie auch in Python üblich, also wenn es auf Range 5 geht, von 0 bis 4. Der rechte Wert wird das nie erreicht. Ich kann eine Schrittweite mit angeben. Und ich habe es hier ein bisschen anders gemacht. Ich habe die Sachen jetzt über Anfangs- und Endwert
über ein Common Type Ermittlung bestimmt, was dann wie für einen Wert haben soll. In der Dokumentation zu Common Type steht, dass es den Typ liefert, den man bei einer Addition zweier solcher Werte bekommen würde. Das scheint aber auch nicht ganz zu stimmen, denn Common Type von zwei Characters ist Character. Aber wenn ich einen Character plus Character addiere, dann ist dessen Typ Integer. Common Type ist implementiert über einen Fragezeichen-Operator. So, naja, was mich nämlich an diesem Iter-Tools beispielsweise stört, ist, die Parameter dieses also Funktion Range müssen immer denselben Datentyp haben. Und wenn ich sagen will, Range von 3 bis Vector Size, dann geht das nie, weil Vector Size vom Size T, das ist also Unsigned, und die Zahl 3 Integer. Also wenn wir sich entscheiden, 3U bis Vector Size, vorausgesetzt, ich habe einen 32-Bit-Compiler. Oder ich muss hinschreiben 3ULL, wenn ich einen 64-Bit-Compiler habe. Dann hängt es eher vom drunterliegenden System ab, oder von der Bitbreite des Compilers, was ich da hinschreiben muss, und dann ist es ein Vorteil. Oder nicht der Integer bei von dieser. Oder ich muss dann hinschreiben Size T von 3. Range spezialisiert, also Range spezial Klammer heißt T. Müsste auch noch klappen, ja. Da muss auch 10. Ich weiß nicht, was heißt noch Verteidigung mit 3? Ja, eigentlich muss den Start. Achso, du hast 2, ne? Start. Nee, stimmt, wenn du plus 1 hättest. Step. Du hast noch einen Teil von Step. Ja, ich kann es ja die Forten auf den ersten. Size T und dann rückwärts wird schwierig. Ja. Mit minus 2, das wird dann eine große Zahl, minus 2. Der würde dann also nie rückwärts laufen. Mhm. Manchmal braucht man eben auch einfach so über Vector Size rückwärts, wenn ich den einfach jetzt kann, dann den anderen. Ja, also dasselbe wie Range von 4 bis 0 minus 1 U. U heißt dann immer ein Terminator. So. Dieses mit dem Range, das funktioniert jetzt auch für beliebige andere Datentypen. Also ich kann also, was ist denn das hier? Was kommt hier raus? Knobelaufgabe. Und außerdem mitspielen. Hier haben wir mal so ein User-Defined Letter hier. Ein S hinten angehängt, macht das zum Standard-String, was sonst bloß ein Constant-Car-Pointer wäre. Oder ein Constant-Car-Array. So. Generiere jetzt Zeichenketten. 5 Stück. Angefangen mit Bar und hänge dann immer nah an. Also Bar, Banner, Banana, Bananana. Die singen das für die Sonnenstapel. So, das letzte wäre jetzt noch dieser ganze Apparat ringsrum, Range-Bauen, Iteratoren-Bauen, hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Laufzeit? Das habe ich nochmal durchgetestet. Also verschiedene Implementierungen in einer solchen Schleife, also die ganz falsche Schleife, die also nur dx addiert, dann unsere selber geschriebene Schleife mit a plus idx innen drin, per Hand geschrieben. Dann die andere, die ich durch gewichtetes Mittel gebildet habe, und eine andere, wo ich das Dividieren des gewichteten Mittels vor der Schleife
erledigt habe und in der Schleife nur noch immer multipliziere. Und dann zum Schluss habe ich jetzt die lazy generierten Werten. So, und da sieht man es eben gerade nur nicht, wahrscheinlich, dass die handgeschriebene Schleife, das sind also die grünen Vierecke und die gelben Dreiecke, dieser Range-Based-Generator, exakt dieselben oder fast exakt dieselben Laufzeiten ergeben bis auf die Genauigkeit der Stoppuhr, die ich hier benutzt habe. Also mit anderen Optimierungsstufe, was habe ich genommen, O3 im Knuckle-Compiler. Es ist wie die handgeschriebene Schleife. So, gut, das war's. Verbellen habe ich hier noch mit aufgelistet. Und für die Zeitmessung habe ich hier einen Artikel aufgegriffen, Benchmarking in C++, das ist eine C++14-Bibliothek, die meiner Meinung nach relativ gut funktioniert. Da kann man zwischendurch auch bestimmte Bereiche aus der Messung ausblenden und ähnliches. Die Aufbereitung der Messdaten läuft dann über ein Python-Skript. Würde ich also mal empfehlen, ist relativ einfach benutzbar und nicht von irgendwelchen Compilern abhängig oder Profilern abhängig, sondern man braucht es einfach nur in Quelltext rein. So, die Implementierung ist nicht viel, das sind für die Fließkommazahlen bis 80 Programmzeilen und für die Ganzzahlen auch um 80 Programmzeilen ungefähr. Findet ihr spielbar nicht. So, ja. Fragen? Ich bin zu Ende. Oh, vielen Dank. Also Ziel war nicht, neue Bibliothek zu schreiben, weil man würde wahrscheinlich schneller kommen, die Schleife per Hand hinzulegen. Ging mehr darum, mal zu gucken, was geht hinter diesen Iteratoren als Technik. Ich kann auch ganz verrückte Sachen machen, da kann ich noch empfehlen. Da gab es einen Vortrag auf dem Meeting C++ letztes Jahr in Berlin von Carsten Arnold, der also iterative Algorithmen, numerische Algorithmen, dann in sowas mit iterator Ranges verwandelt hat und den einfach immer den aktuellen Zustand da inspizieren kann in der Schleife. Kann man mal reingucken, ganz interessant. Ja, ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, als ich das Equispace gelesen habe, aber es war trotzdem, als es gelohnt und gefüllt. Jetzt hast du was Exispace, das ist gleich abständig. Ja, ja, ne, no. Was sagst du erwartet? Ja, ich hatte das ich habe vorher mal festgeguckt, was das Thema ist, und ich hatte das Exispace nicht gesehen. Ich hatte dann auch eben. Wenn man andere Abstände haben will, also zum Ende hin immer kürzer oder so, dann kann man natürlich irgendwo einhauen. Naja. Und dann mal irgendwas. Ja, ja. Ist ja nicht beschränkt auf diese Sache, sondern. Ja, nee, es war ja eher, das Interessante war ja wirklich eher das Drumherum. Schreibe ich mal in den Space. Also es ist nur so lange Magic, bis man mal dahinter guckt und die Strippen sieht. Und alles gut. Gut, gestern. Und welchen Compiler hast du jetzt ausprobiert? Knuckle-Compiler, 4.9. Auf Windows. 32-Bit, 64-Bit und auf einem Debian Linux, auf einem Ubuntu. Das ist so, ja, was ähnlich wie der Raspberry Pi. VN, also V7 oder so. VN, was ist das? Habe ich nie probiert, ich habe kein Visual Studio 13 oder 15 vorliegen. 14.1 was? Ja, das gibt ja schon. Den Release-Kandidat gibt es schon. Release-Kandidat ist neu. Aber ich meine, ihr könnt es noch runterladen und probieren. Und der letzte Ziel. Würde mich interessieren, was machst du? Den richtigen Release ist nicht kompatibel.
Offizielle Regel, wenn du nicht jedes Kandidat wegkriegst. Ja. Also der kann zum Beispiel. Jetzt. Ja, definitiv nicht. Weil der kann zum Beispiel im Landbereich Questions kennen, aber wir auch noch legen. Das schauen wir definitiv an. Der Visual Studio ist doch ein bisschen. Ja, die machen bei Visual Studio was ganz Komisches. Die bauen alle möglichen Dinge ein und lassen die dann sofort akzeptieren, egal welche Sprachversion das ist. Also die waren ja schon an 14er oder 17er Merkmalen rum. Oder bauen sie jetzt ein in den Boxer. Ja. Man kann es auch mehr abschalten. Man kann nie sagen, ich will jetzt sauberes C++11 oder sauberes C++14 oder sauberes C++03 oder 98. Oder. Das ist in Microsoft. Kann man nicht Visual Studio in einer anderen Compiler benutzen? Nur die Idee und besser? Naja, man kann Django als Frontend oder Visual Studio drunter klemmen. Soll wohl gehen. Wir haben das geöffnet in der 13 für Plugins und Clang hat das Plugin dafür geschrieben. Also vorher wollte Clang das auch schon machen, da hat halt jemand, der hat das da reingehackt. Und jetzt seit der 13 ist es aber offiziell möglich, Compiler auszuwechseln, weil die auch ihren eigenen alten Compiler kann man wieder verwenden. Also man kann Visual Studio 2015 jetzt auch, was ich Visual Studio 2012 Compiler benutzen. Was haben sie gebraucht, um auch den XP-Support noch zu unterstützen? Weil es halt zwei Compiler sind im 2012. Die wollen doch, dass alle wechseln. Wieso macht sie jetzt, dass sie zu XP-Support machen? Die haben es gemacht, weil sie 2012 eben noch XP hatten. Und es gibt noch viele Industrierechner, die wollen schon modernes C++ schreiben, aber trotzdem für XP kompilieren. 15 Jahre vorher. Haben sie jetzt durchgezogen bis jetzt für alle. Also wir haben nur diesen, ist ja nur ein kleiner Binary-Switch. Also das ist nichts groß anderes. Also mit dem XP umstellen, dass du mal was dran ist. Der Intel-Compiler geht aber nicht mit Visual. Ja, doch. Okay. Den anderen Sitz kann man sich auch mit beiden machen. Ich glaube aber auch aktuelle Intel ist echt schon in Schach zu finishen. Ja, kann im Land da auch irgendwie was tun. Auch schön Nagel reproduzieren. Ja, das ist auch toll. Es ist wie in alten Zeiten, wo ein Compiler nie alles kann, sondern nur bestimmte Sachen. Aber es ist ja inzwischen schon besser geworden. Wir sind relativ zeitnah. Visual Studio kann, soweit ich weiß, auch in 2015 auch kennen, valides 98er C++ kompilieren. Die haben bestimmte 1099 Merkmale noch nicht mehr. Die haben noch nie reinkommen, also die sehen interessant zu verfahren. Na doch, nur insofern, dass sie die Bibliotheken kompilieren können. Und solange wie alle Bibliotheksautoren sich die Mühe machen, die Compiler-Features abzufragen und den Code trotzdem läuft, werden sie das nicht aufrüsten. Erst wenn eine Bibliothek, was wie FI oder irgendwas, oder MPEG, irgendwie, wenn die sagen, nö, machen wir nicht mehr, wir machen nur noch C++11, dann, aber die können es halt auch nicht machen, weil dann kann es keiner mehr verwenden, so, Windows. Das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Monopolstellung? Nö, gar nicht. Ist einfach nur, Microsoft ist genauso faul wie alle anderen. Und der große Vorteil von GCC und Clang ist eben, da ist eine Community und die hat ein Interesse, dass es läuft. Also dass sie den Standard implementieren und auch voranbringen. Also viele neue Features werden in Branches von GCC oder Clang implementiert. Das heißt, die gibt es dann relativ einfach in der Endverfassung auch für die Compiler. Also kann Clang da besonders mit den Microsoft-Sachen umgehen. Genau. Also dann gerne mal am MMC hängt. Irgendwas wird auch nicht gehen. Ja, weil die ABI nachprogrammieren müssen, um die DLLs laden zu können. Das ist ein anderes Problem. Nee, schon bei Kompanieren mit den Hammer. Ja, genau. Aber das ist ja Scheiße, die da drin steht. Wir können ja auch sagen, das ignorieren wir alles, wir machen Clean Header für die MFC-Sachen. Aber das nützt ja nicht, weil dann die DLLs immer noch nicht kompatibel sind. Ja, der andere Sache ist ja,
wieder nach vorne die ganzen C++F-Sachen nutzen können, oder? Ist das mittlerweile so weit? Ja, die Features. Die Standardisierung ist ja so, dass dann irgendwann mal ein Draft kommt und dann wird der rumgeschickt durch die ganzen nationalen Organisationen und wenn die dann zustimmen, dann wird es mal verstanden. Und so, dieser Prozess dauert ja irgendwie vor allem lange. Genau. Ende 2016 müssen sie eine Version haben, auf die sie sich einigen. Und wenn dann irgendjemand dagegen votet, wird es auch nicht 2017. Dann 18. Oder 20. 2017 plus N. Das ist IS-6-Mod. Genau. Und Compiler. Und die klemmen schon ein paar Sachen mehr gehen wiederum, weil es für Compiler wollte auch in der Bibliothek. So. Meine kleinen Spielereien. Eigentlich auch mit das 14 Jahre mal so unterwegs zu finden. Fällt es mir manchmal auch schon schwer, deswegen habe ich jetzt auch dieses Spielchen gemacht, zu unterscheiden, was ist jetzt C++11, was ist C++14, was darf man benutzen und was geht auf welche Compiler-Version. Da kann man auch mal ganz schnell durcheinander. Also geht es in C4.9, geht es eigentlich auch noch alles, was C++14 ist. Von einigen, weil ein Compiler für Windows ist immer auch ein bisschen schwierig. Ja, für MinGW kann man das alles benutzen. Ja, aber es gibt ja auch wieder verschiedene, sagen wir mal, Distributionen des MinGW-Compilers. Die Standard-Bibliothek ist nicht ganz vollständig. Also ich benutze gerne den Twinbringer, der auf Windows auch in der Lage ist, Threads umzugehen, also die anderen nicht, oder vielleicht die Thread-Bibliothek. Ja, die normale MinGW-Version hat auch keine... ist es... also hat keine Random-Werte. Das ist nicht implementiert. Richtig, also das fehlt überall auf den Windows-Versionen, dass man nur auf die Zeit mit einbauen, also die Random-Device. Aber mein MinGW arbeitet, verliert man doch die Windows-CLS. MinGW ist eigene Bibliothek. Kann nur mit C-Bibliotheken umgehen. Oder mit Bibliotheken, die mit MinGW kompiliert wurden. Oder du kannst halt auch mit Unicode. Also Qt ist ja mit MinGW kompiliert und die können Unicode. Also ICU-Bibliothek da mitgeliefert, damit läuft es aus. Das Schlimme ist, dass die Windows-Konsole nicht Unicode genau konform ist. Na ja, dann bekommen wir schon. Ist die Unicode? Natürlich ist kein Unicode. Oder wir einigen uns, wir machen dann noch BSD. Mit Page-Format und so kannst du nicht mehr weiter aufhören. Also, Code-Page kann man ändern, aber das ist jetzt bei Unicode oder UEFA nicht. Also mit Konto-Emo kriegt man ja das hin, ja, mit bunt und hübsch. Aber das ist schon egal, was man macht. Wenn man anfängt, da UTF-8-Zeichen, also wirklich länger, Konto-Emo, die man nicht konvertieren kann, zu nutzen, fällt das alles auseinander. Ja, aber auch Raumschreiben muss man das noch ein bisschen vorhoch an. Das sieht man nicht. Okay. Aber auch nicht Arial und die Kunden nehmen die 23 MB DDF. Das muss man nicht so am Arsch. Aber dann ist es auch keine Konsole mehr, oder? Mit ARM. Ja, doch, das ist das ist ja dann nicht mehr fixed ist. Nee. So, was haben wir noch für September vom Thema? Jetzt machen wir es mal. Willst du nicht was?
das vortragen? Es gab ja was zu Shell-Script und Script-Sprachen, die für C++ ausgelegt sind, also für C++-Interop. Was erzählen kurz, aber es wird halt echt nur oberflächlich, weil viel Zeit fällt. Embedded oder? Embedded. Ja, wenn man JavaScript benutzt, dann ist das nie für C++ gemacht. Also JavaScript ist so weit weg, wie man das nur irgendwie kriegen kann. Also die auch Python und Ruby oder so, alle Scriptsprachen leben halt in ihrer eigenen Welt. Wenn die eine Zahl verarbeiten, dann machen die das mit Klassen und in ihren eigenen Konstruktionen. Und die meisten Scriptsprachen sind auf C implementiert. Also Ruby, Python und Co. sind alle C-basiert. Auch Lua und so und die ganzen Derivate sind alle C-basiert. Und es gibt nur ganz wenige Scriptsprachen, die für C++ gedacht sind. Und den C++ Interop können. Also die können halt mit Klassen aus C++ umgehen. Gab es hier auch V8 oder irgendwas für C++? Na, es gibt für JavaScript offen Prepper-Bibliotheken, aber die fallen alle mit ihrer neuen Release von V8 wieder auseinander, weil die natürlich sich keine Mühe geben, das irgendwie umzumappen. Es ist auch das Interessante, dass die jetzt für Qt das Chromium komplett eingebunden haben. Und Chromium legt keinen Wert darauf, auf Windows mit mehr als einem Compiler lauffähig zu sein. Also das heißt, die kann man nur kompilieren mit Visual Studio, der aktuell offiziellen Version von Microsoft. Alle anderen Compiler sind ausgeschlossen. Und das heißt für Qt natürlich, das ganze Ökosystem fällt ein Stück weit auseinander an der Stelle. Also in MinGW gibt es kein Chromium und ja, macht es auch keiner die Mühe. Weil das halt nie einfach nur ein 3-Zeilen-Projekt ist, wo man das mal eben im Nachmittag hinbekommt, sondern das ist halt echt kompiliert ein paar Stunden. Inklusive aller Abhängigkeiten und Co. Und die pflegen das so weit, dass es halt auf einem Release funktioniert, die offizielle Chrome-Leute. Und was sie nicht unterstützen, also auch alle C++-Bindings und Co. für JavaScript von der V8, die fallen mit jedem Release wieder auseinander, weil die intern natürlich die APIs so umstellen, dass sie die Performance rauskriegen, die sie erwarten. Und die wechseln dann auch mal eben JavaScript-Engine und so, das ist also statisch. Also nur weil es V8 heißt, heißt es dann eigentlich, dass das immer gleich geblieben ist. Also wie die Klassen intern aussehen und wie das angesteuert wird, ändert sich ständig. Für welche Sprache funktioniert es? Was? Python oder? Was? Für welche Sprache funktioniert denn Bindings? Für welche Bindings? Also man kann für jede Sprache irgendwelche Bindings machen, aber man kriegt halt nicht hin, dass man wirklich C++ Klassen oder auch Templates benutzen kann. Also Templates wahrscheinlich sowieso nicht schwieriger. Für welche funktioniert es? Also ja. Für Python funktioniert es relativ gut. Das ist ziemlich einfach anzupassen. Muss man C++ Klassen verwenden? Ja, dann muss man halt ein bisschen Q-Code schreiben, aber nicht so wahnsinnig viel im Vergleich zu anderen. Also Python, mit Boost Python gibt es extra so Helper, was weiß ich, die halt so Wrapper bauen und so. Und das scheint wohl ganz gut zu gehen. V8, ja. Genau, du musst halt irgendwie lauter Makros oder Templates oder irgendwas schreiben, um alles zu registrieren. Aber es geht mit relativ wenig irgendwie Aufwand. Dass man, also man muss nur relativ wenig Code schreiben, sagen wir, um es zu machen. Bei der Lua funktioniert ganz original, also mit C halt, ja. Aber nicht mit Klassen, sondern wenn man Klassen verwendet, fällt die Lua auseinander. Also man muss halt wieder Flapper, C und so aufschreiben. Also einfach mal eine Vorlage über einen Du hast das JavaScript mal probiert, oder? Ja, ich habe das mal ausprobiert. Für das Tofold, das ist eine Template-Sprache von uns. Und die funktioniert normalerweise mit JavaScript, mit Qt halt als Zwischenglue-Code. Und wir haben festgestellt, dass halt der
die Umwandlung der Typen aus JavaScript in C++, das ist, was das Bottleneck darstellt. Also er braucht 5 Millisekunden, um den Code in JavaScript auszurechnen, und danach braucht er 1,5 Sekunden, um das wieder zu übernehmen, die Daten, die da rauskommen. Das spricht auch meine Erfahrung. Und deswegen habe ich zwar das ausprobiert, das JavaScript ist eine neue Sprache, der entwickelt das glaube ich schon seit 5 Jahren, aber immer halt mit wenig Drive, sag ich mal. Und er hat jetzt aber auch einen Vortrag gehalten darüber, wie der C++ dort einsetzt und welche Features er benutzt und was er sich wünscht. Und also das ist eigentlich ziemlich cool. Also man kann dort sehr barrierefrei seine ganzen Klassen registrieren und so. Also einfach hier ist die Klasse, das sind die Konstruktor oder so, das muss man noch mit angeben und dann discovert der selber den Rest. Also die Argumente und so. Und was ist mit der Performance, hast du das dann mal verglichen? Der ist jetzt so weit, dass die Performance vergleichbar ist. Also es dauert am Ende genauso lange wie mit JavaScript, nur dass eben die Ausführung jetzt die Zeit frisst und nicht der Glue-Code. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ich habe halt auch selber mal ein bisschen geforscht, was der so intern alles macht. Also wie hält er letztlich dann halt seine Datentypen? Er braucht halt irgendwie einen Variantentypen, der halt die C++-Klassen dann hält intern. Und der macht dann noch ziemlich viel Mist, sag ich mal. Ich habe noch einen Vorschlag gemacht, wie man das vereinfachen könnte an der Stelle, aber er war noch nicht so überzeugt. Also er sieht erstmal andere Performance-Sachen, die sind, hängen niedriger und dort optimierter zurzeit. Und ein anderes, also im Prinzip ist halt, dass sie am Ende alles in Funktionsaufrufe runterbrechen. Also alles, was in Skriptsprache geschrieben wird, sind am Ende Funktionsaufrufe. Auch wenn man halt einen Integer addiert, hat der interne Standardbibliothek, die kann halt zwei Integers addieren als Funktion. Und die wird aufgerufen vom Skript. Und dort ist dann noch das Problem beim Aufrufen, halt die Parameter müssen unter Umständen konvertiert werden und die ganzen Regeln, die C++ das auch macht, das ist auch die Skriptsprache unterstützt. Also wenn man Float mit Integer addieren kann, muss halt irgendwo vorher konvertiert werden, dann kann ja nicht für jede Konstellation der Funktion anlegen. JavaScript ist aber nicht typsicher, wie macht er das? Also kann ja eine Funktion. Ja, der Skriptsprache gilt halt selber wie in C++ und schreibt halt Auto hin und dann holt er sich den Typen selber aus dem Konstrukt, aus dem Rückgabetyp. Weil der Skriptsprache selbst ist natürlich der Typ total egal, also die kennt nur Funktionen letztlich. Aber das Gute ist eben, dass man durch die Nutzung von C++ eben automatisch reflektieren kann über die Argumente von Funktionen und so weiter. Und die nicht sozusagen nochmal extra mit angeben muss als... Und mit V8 hast du das probiert gehabt, das ist dann mit der Rückkopplung der Werte dann wieder so lange dauert. Ich habe es nicht direkt mit V8 probiert, sondern halt mit Qt-Skript. Also halt nochmal mit Wrapper ringsrum, der wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Overhead generiert, weil die Typen aus dem JavaScript, die irgendwelche Containern existieren, erstmal in Q-Variant umwandeln. Und dieser Q-Variant wird dann irgendwann in den C++-Typen, den ich haben will, umgewandelt. Theoretisch müsste man es jetzt aber machen. Wirklich ja, lange kann das nicht dauern. Wieder probieren, weil da hat ja Google schon wieder bei absolutem Speed-Up dort reingekriegt. Ja, aber das, ist immer, das Problem ist, der Speed-Up von dem V8, der kommt daher, dass das V8 intern in JavaScript-Code kompiliert in Maschinensprache. Also sie kompilieren das JavaScript Just in Time in Maschinencode. Und das haben sie jetzt nochmal vereinfacht. Und da machen sie immer zu dran rum und machen da, bauen da irgendwelche Verbesserungen ein. Das ist aber dafür gemacht, um JavaScript schneller zu machen. Und hier hast du immer das Problem, also wenn du es mit C++ verbindest, dann hast du ein C++, das läuft alles wunderbar schnell, was natürlich auch letztlich in Maschinencode kompiliert ist. Dann musst du irgendwas machen, um alles irgendwie umzubauen und dein JavaScript aufzurufen. Und dann läuft dieses JavaScript los, also muss erst die Datentypen konvertieren, dann läuft das JavaScript los. Und wenn du dann lange in JavaScript bist, dann würde der Just-in-Time-Compiler von V8 irgendwann merken, was er da macht, wird irgendwas optimieren. Aber normalerweise bist du gar nicht lange in JavaScript, weil du machst ja noch irgendwie eine kleine Sache und dann springst du in C++ zurück und dann machst du dann eine kleine Sache und dann springst du in JavaScript zurück. Und das heißt, diese beiden Teile können überhaupt nicht miteinander funktionieren. Ja, weil natürlich der Just-in-Time-Compiler nicht irgendwie Code erzeugen kann, der magisch dieses Hin- und Her-Konvertieren irgendwie verschwinden lässt. Und deswegen ist das einfach, also es ist hoffnungslos sozusagen, wenn du müsstest einen Compiler haben, der quasi sowohl C++ als auch JavaScript spricht, um das dann irgendwie zusammen hinkriegen zu können. In dem Fall, wäre es dann sind wir wieder bei Lua, musst du dann mit Referenzen innerhalb vom Skript arbeiten. Also mit Referenzen aus deinem aktuellen
C++-Programm, die du da vordefinierst. Das ist halt die Frage, wie schnell Lua das macht. Das würde mich auch mal interessieren. Also Lua arbeitet in dem Fall, da kannst du eine Referenz angeben, auf ein vorhandenes, vorhandenes Klassenobjekt oder was auch immer. Und das musst du halt dann durchdefinieren. Also du hast dann diese, sag ich mal, Funktionsaufrufe dann da drin, die musst du dann alle nochmal schreiben.